Ja, wir stehen vor dem Gruftaus Stöcker. Das Gruftaus Stöcker fällt auf durch die sehr schöne Dekoration mit diesen Girlanden, die natürlich auch so auf den Tod und auf die Vergänglichkeit sozusagen abstellen. Man sieht natürlich den Totenschädel, man sieht eine Sichel, einen Spaten sieht man und Masken. Das sind alles so Accessoires, die natürlich ja, nicht Lebensfreude ausdrücken, sondern eben Vergänglichkeit. Und man merkt ja auf dem Klosterhof, dass da bei den verschiedenen Denkmälern, da haben sich die Künstler und Bauherren und Architekten da schon wirklich Gedanken gemacht und die unterscheiden sich alle so ein bisschen. Im Gruftaus Stöcker ist auch das originale Denkmal leider nicht erhalten geblieben und auch das wird dann in Zukunft als Lapidarium hergerichtet. Aber natürlich das schöne Gitter. Schmiedeeiserne Arbeit ist erhalten geblieben. Man muss sich natürlich klar machen, dass die ursprünglich nicht grau waren, sondern ganz stark farbig gestaltet waren, also vergoldet mit grüner und bunter Farbgebung. Das ist leider eben nach den Jahrhunderten nicht mehr erhalten geblieben. Es ist ja auch kurz vor 1700 eben errichtet worden, dieses Grufthaus.